Servus, heute spielen wir Fußballmanager 2016. Ist jetzt schon zwar ein paar Wochen nicht aktualisiert worden, aber das sollte trotzdem funktionieren. Wir spielen wieder eine Runde im Versus Cup. Nennen wir den Versus Cup passend zum heutigen Tag einfach mal Montagpokal. Und wir stehen. Ja, wir machen jetzt ein Spiel gegeneinander, also reichen zwei Teams. Schauen wir mal, was sich damit machen lässt. Im Hintergrund läuft ein bisschen chillige Musik. Ja. Ja, wir wissen, dass du gut bist, Spiel. Komplettlösung zum Fußballmanager sagt, gewinnen, indem man mindestens ein Tor mehr schießt als der Gegner. Verlieren, da darf man maximal so viele Tore kassieren, wie man schießt. Details zur Person. Name. Nachname. Und der Nachname ist der Vorname. Völlig verrückt. Können wir mal eine Frau nehmen? Gucken, ob wir überhaupt aufnehmen, ja. So weiblich, Geburtsdatum. Das ist das jüngste 95, das heißt, sie wäre jetzt 20. Dann nehmen wir noch lieber eine, die jetzt 75 ist. Machen wir sie doch so alt wie möglich. 76, Nationalität, Afghanisch. Ah, weiß ich jetzt nicht. Zweite Nationalität, Arubaisch, wo auch immer das herkommt. Erfahrung, natürlich Nationalspielerin. Lieber Nachname, Vorname oder Vorname, Nachname? Das ist natürlich eine interessante Frage, lassen wir das mal. Wo ist denn die Krawatte? Ist ja wie bei Oblivion hier. Mach mal das. Größe, naja, 2,10 Meter möchte es schon sein. Bei 50 Kilo. Oder 150 Kilo auf 1,50 Meter. Natürlich Glatze. Ist das schlecht? Alter, ist das schlecht. Also ja, da wollte er dämlicher aus. Natürlich ein rundes Gesicht. Oh Mann, das ist ja richtig erbärmlich. Augenneigung natürlich nach innen. Bisschen schielend. Die Nase ist natürlich platt wie eine Flunder. Aber aufgerichtet. Ja, ich denke, man kann hier noch einige Späße machen. Das lassen wir jetzt so. Weiter geht's. 1,50 Meter, 150 Kilo, so muss das sein. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich meine Teams importieren kann. Theoretisch kann man hier Teams importieren. Achso, hier steht's. Ja. Was ich natürlich nicht habe. Dann nehmen wir doch jetzt mal den FC Bayern. Da müssen wir noch einen Trainer hinzufügen. Falsche. Mit Doppel-F. Jetzt schreiben wir mit Absicht. Jetzt schreiben wir mal Pflaume. Absicht falsch. Vielleicht so. Sieht aus wie ein Buchstabendreher.
Müsste ja eigentlich reichen. Jetzt kann man bestimmt auf weiterklicken. Kann man noch nicht. Irgendwas fehlt noch. Okay. Ja. Wir spielen gegen... in Spanien. Ach, nee, wir spielen passend zum morgigen Champions League Achtelfinale spielen wir gegen Juventus Turin. Let's wets. Speichern wir noch schnell. Und dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Also ich mag Juventus Turin ein bisschen, die Bayern mag ich gar nicht. Können wir mal gucken. Die Bayern nicht ein bisschen in die Scheiße reiten. Ich muss sagen, wir werden mal die verdächtige Lasagne kaufen. Stimmt, wenn man die Sprachdatei auf Deutsch hat, dann kann man nicht in den Shop. Zumindest war das in der früheren Version so, ich habe das länger nicht mehr aktualisiert. Welcher Trainer bin ich jetzt eigentlich? Juventus Turin würde ich ja gerne abgeben. Kann ich jetzt hier den Trainer wechseln? Gar nicht. Auch gut. So, ich will keinen Taktik-Editor, ich will eigentlich selber erstellen die Taktik. Also spielen wir mal Bayern-München-Style 3-5-2. Im Tor natürlich, wie soll es anders sein? Tom Starke. Manuel Neuer macht heute Libero. Oder stellen wir Ulreich, stellen wir Ulle die Pflaumen ins Tor. Bartstuber und David Alaba in der Innenverteidigung. Xavi Alonso davor. Arjen Robben fällt bestimmt wieder hin. Zieht natürlich nach innen. Juan Bernat, ich mag den Mann ja. Eigentlich sehr gerne. So, wen haben wir denn noch? Jerome. Ja, Jan Kirch und Kader sind nicht ganz aktuell. Arturo Vidal spielt. Thomas Müller spielt immer. Für ihn gibt es sogar extra eine Position. Ja, die finde ich gerade nicht. Wo ist er denn, der Raumdeuter? Oder ist das auf Außen? Auf Außen, Thomas Müller. Für ihn gibt es extra eine Position, ist der Raumdeuter. Wer spielt denn jetzt neben Vidal? Thiago natürlich. Und im Sturm Roberto. Gucken, wie sinnvoll das wird mit Manuel Neuer als Libero. Die Bank setzt jetzt irgendein paar Leute, ich wechsle eh nicht. Na, lieber Philipp Lahm auf die 6 als Alonso. Kann wenigstens ein bisschen was. Ich stelle jetzt auch gar keine Taktik ein hier. Los. Wenn das so hingeht in Urlaub.
Wo spielen wir denn? Im Start della Alpi? Yep, so wie auch in der Champions League spielen wir erstmal in Turin. Ach, Gegneranweisung. Ja. Kann ich die gar nicht selber einstellen? Ja, ein bisschen Späße, die an die Gruppe von wird natürlich immer eng gedeckt. Immer hart gepresst. Ja, ein paar Späße müssen sein. Wenn wir untergehen, gehen wir unter. Jetzt habe ich, glaube ich, den Ton gar nicht angemacht. Erst noch versus Mode habe ich noch nie gespielt bei dem Manager und ich spiele irgendwie viel zu selten in letzter Zeit Manager, so Manuel Neuer auf als Libero. Irgendwie gibt es mir zu viele Highlights. Nur die Schlüsselszenen. Na ja, gut, gucken wir uns so die Schlüsselszenen an. Kamera machen wir aber TV. Ja, können wir es lassen. Bisschen ranzoomen. Ne, das ist doch die falsche Kameraperspektive. Dann nehmen wir doch die Haupttribüne. Können wir da ein bisschen ranzoomen, das Fernglas ausfahren. Und kein Tor. Lewandowski nur an den Pfosten. Logische Konsequenz, er wird jetzt ausgewechselt. Erstmal, für jegliche Situation ist halt Manuel Neuer zuständig. Für jegliche Ecken, für jegliche Freistöße und für jegliche Elfmeter. Das macht alles Manuel Neuer. Oder Sven Ulreich. Bisschen die Bayern halt richtig schön vorführen, wie es sich gehört. So. Elfmeter schießt auch Ulle. Spieleranweisung. So. Natürlich mitspielender Torwart. Angreifen. Häufiger dribbeln, das möchte sowieso sein. Hartes Tackling. Passspiel ist mir egal. Okay, lassen wir das mal so. Manuel Neuer, was haben wir denn bei ihm? Das heißt hier seltener schießen. Immer schießen. Du deckst Gianluigi Buffon. Mein Libero deckt den gegnerischen Torwart. Natürlich offensiver Libero. Attacke. Ich hätte vielleicht Alaba und Bacho von der Seite tauschen können, obwohl zwei Linksfüßer in der Innenverteidigung. So, von Lewandowski habe ich genug gesehen. Wenn wir uns überlegen, hat ein Tor umwandeln können, würde es gut aussehen, aber kann man leider nicht. Die Bayern sogar überlegen, wenn sie eigentlich ganz schlecht sind. Der Manager spiegelt leider die Realität sehr gut wider. Ja, ein Robben, wie man ihn kennt, aus der Distanz, weit daneben. Ich weiß gar nicht, ob hier auch Schwalbenstatistik geführt wird. Wäre Robben bestimmt schon weit vorne. Wo ist eigentlich das Pressing von Manuel Neuer? Das sind nur die Bayern hier. Sparringpartner Juventus Turin. Slapstick, Götze trifft.
So war das nicht abgemacht. Ich Götze leider rausnehmen. Costa geht auf Außen und Robben in den Sturm. Also der gegnerische Trainer hat wirklich eine Pflaume. So wie der Name schon sagt, eine falsche Pflaume. Mensch, Müller. Ich denke, du bist ein Raumdeuter. Nicht ein Trainer der Daumenreuter. So. Ein Robben wieder. Mit rechts, 5 Meter daneben, aus 3 Meter Entfernung. Wie sagen wir mal so, der ist ja von Bayern zu Juve gewechselt, oder eigentlich zu Atletico und dann zu Juve. Ne, in echt ist er zu Juve gewechselt und spielt jetzt bei Atletico. Ob der nicht in der Halbzeit zu mir wechseln will. Ulreich versagt. Ausgleich, sensationell. Klatscht sogar der Bayern-Trainer Beifall. Ulreich, du Versager. Da 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 da. Ulreich, du Versager. Spannende 45 Minuten. Steht 1:1. Was hast du mir zu sagen? Okay, interessiert mich überhaupt nie. Kann ich nicht Mitarbeiter auch schon entlassen zur Halbzeit? So, warte mal, mal gucken. Müssen wir hier klicken? Ich glaube auf geteilte Ansicht. Ne, das war falsch. Moment, hier keine Tore schießen, solange ich in der falschen Ansicht bin. So, hier Spielfeld, genau. Ulreich, big save. Dass Ulreich einen Ball hält, war so auch nicht abgemacht. Deswegen jetzt von der Größe her geht jetzt Philipp Lahm ins Tor. Javi Martinez darf auf die 6, geht aber in die Innenverteidigung und tauscht mit David Alaba. Und jetzt Philipp Lahm im Tor, der größte Mann. Manuel Neuer natürlich für jeden Einwurf zuständig. Fehlpass Manuel Neuer, um Gottes Willen. Hier sieht man ganz gut, wie groß Philipp Lahm ist. Ich klicke ihn mal an. Hier ist Mandzukic. Oh, Lahm ohne jede Reaktion, da ganz schwach. Meinung abseits, sensationell. Schiedsrichter hat es auch gesehen. Ich würde mal sagen, jetzt geht mal der Herr Neuer in den Sturm. Martinez macht Ausputzer, Alaba geht hier hin. Vidal auf die 6. Bernat hier rüber. Robben hier raus. Müller ins zentrale Mittelfeld und dann passt das. So, jetzt Manuel Neuer am Sprung. Jetzt wird es Buden scheppern. Buden scheppern, Quatsch. Tore machen, jetzt wird es in der Bude scheppern. Spannung, Spannung, Spannung. Ich weiß gar nicht, wenn es unentschieden steht, ob es Verlängerung gibt oder Elfmeterschießen oder gar nichts. Ich muss ein paar Anweisungen geben hier, Leute. Alles nach vorne. Haut den Ball in den 16er. Manuel macht ihn rein. Falsches Pressing. Murata, Philipp Lahm kommt nicht an den Ball. Da fehlt sie ihm an der Größe, das gibt es nicht. 87. Ich liege 2-1 hinten. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Erstmal Mentalität auf alles nach vorne. Bitte. Obwohl, das 2-1 werden wir jetzt absichern. Alle hinten rein.
2-1 Niederlage ist für die Bayern ein gutes Ergebnis. Irgendwas eine gute Vorhersage, wie es morgen laufen wird. Die Bayern werden in der ersten Halbzeit mit Ulreich, in der zweiten Halbzeit mit Philipp Lahm im Tor spielen. Neuer wird Libero und Stürmer sein. Bayern wird 2-1 verlieren. Badstuber wird eine schnelle Genesung finden und durchspielen. Robben wird wie immer kläglich Chancen vergeben. Und wenn ein Tor fällt, macht es natürlich Mario Götze. Der eingewechselt wird in der 7. Minute, in der 9. Minute und in der 19. direkt wieder ausgewechselt. So wie es sich gehört. Er steht hier eingewechselt in der 5. und ausgewechselt in der 35. Genau. Ulreich darf nur eine Halbzeit lang spielen, dann geht Philipp Lahm ins Tor. So wird es morgen passieren. Bayern wird verlieren. So, ich hoffe, das war eine gute Einstimmung und ich denke mal, an Realismus ist das kaum zu überbieten. Ja, Bayern mit enttäuschendem Einbruch. Es war einfach nicht mehr drin. Also mit dem Kader. Wenn du den Kader anguckst, was willst du damit reißen hier? Jan Kirchhoff. Ture Vidal. Da haben sie im besten Mann. Heuberg haben sie verliehen. Sinan Kurt haben sie verkauft. Also mit dem Kader hier. Grausam. Im Tor. Manuel Neuer. Eigentlich. Übelste Pflaume. Okay, gut. Ich denke mal, das war's. Und hoffen wir mal, dass es genau so morgen passieren wird. Tschüss.